Rückschläge und schlechte Vibes, viel passiert in letzter Zeit. Aber wie wenn ich Wertsachen rumliegen sehe, ich steck das ein und wachs daran schon jahrelang. So wie mein Hass und Tatendrang, mein Album muss jetzt rauskommen, weil es selber nicht mehr warten kann. Ich hab mich lange rar gemacht, beobachtet und nachgedacht. Die Welt hat viele Trends gesehen, Deutschrap hat alle nachgemacht. Und wer mir auch den Ratschlag abmacht, das gleiche, dann schadet das. Hat nichts von mir kapiert, weil ich ne ganz andere Nachricht hab. Die Muskeln müssen groß aussehen, die Frauen so wie Wichsvorlagen. Weil eure Rapper alle Angst vor Shitstorm haben, Stellung zu beziehen ist leicht. Doch ihr traut euch erst, wenn die Themen durch die Medien auch so Mainstream sind, wie ihr es seid. Nix was so hässlich ist wie Geld. Und auch meine Texte retten nicht die Welt. Doch mein Album reißt dein Maul auf, wenn ihm etwas nicht gefällt. Deswegen rede ich von meinem Album so, als spreche ich von mir selbst. Rap entwickelt sich, okay, wo sind die Werte dabei? Irgendwo zwischen Bild-Zeitung und RTL2. Wir sind nicht lange auf der Welt, man, vielleicht sterben wir bald. Und alles, was ihr euch gefragt habt, ist, wie werdet ihr reich? Die einzige Währung auf der Erde ist Zeit. Und letztendlich, auch wenn ich eine Weile weg bin, hab ich meine nicht verschwendet. Leben ist eine Menge Input und vielleicht nicht immer leicht. In 361, du könntest nie ein Album schreiben, so wie meins. Genauso ehrlich, wütend und traurig. Ihr seid anders groß geworden, deswegen fühle ich euch auch nicht. Ich guck nicht auf die Technik, ich guck, welche Lügen ihr auftischt. Sehe hier keine Blüte, die aufgeht, hab ne trübere Aussicht. Der Markt ist übersättigt, hat sich alles bald erledigt. Ich bin wahrscheinlich viel zu wählerisch, aber macht mal, was ihr wollt. Denn ich halte nur mein Standpunkt, keine Predigt. Und hab lieber am Menschen den hohen Anspruch als zu wenig. Wahrscheinlich hab ich deswegen noch keine Frau an meiner Seite. Ich lass auch gar nicht zu, dass du dich traust, bei mir zu bleiben. Ich bin viel zu müde, davon dir dauernd was zu beweisen. Immer noch keine Liebeslieder auf einem meiner Alben. Am Ende geht's nicht um mich, mein Ego muss ich bremsen, es gibt wichtigere Dinge, für die lohnt es sich zu kämpfen. Jede Forderung so groß wie möglich denken. Ich will für jede Drohne, die sie lenken, ein paar tote Präsidenten. Denn wenn mein Album kommt, dann richtig. Ich bin kein Jurist, doch wenn mein Album kommt, dann richtig. Es passt in kein System und es wird Pflastersteine regnen. Denn mein Album ist es leid, so geht das mein ganzes Leben. Alle fragen, wo ich herkomm. Okay, pass auf, ich komm aus dem Land, wo ständig alle fragen, wo ich herkomm. Dass ich Mensch bin, ist euch nicht Antwort genug. Und mein Album ist kein Mensch, doch es hat Hand und Fuß. Weil ich sowas wie der Prototyp bin, totgesagt und totgeschwiegen. Ich hab mich verändert, ihr seid so geblieben. Alles große Lügen, alles Küsse ohne Liebe. Ich stand mitten in eurer beschissenen Wüstenkulisse ohne Ziele. Keine Ausbildung, kein Studium, kein Job, kein Geschäft. Ich bin trotzdem Vollzeit beschäftigt. Für das, was ich alles mache, habt ihr noch kein Verständnis. Warum bin ich wohl der einzig deutsche Freund von meinen Kennex? Kennst du das jedes Mal, wenn du in der Bahn sitzt? Bleiben Leute lieber stehen, obwohl noch neben dir ein Platz ist. Für mein Album ganz normal, deswegen lächelt es nicht. Der Spiegel der Gesellschaft, der ihr sagt, wie hässlich sie ist. Rapper scheißen euch was hin, sind auf die Aussage noch stolz. Ihre Alben gegen Gold und ruhen sich aus auf dem Erfolg. Mein Album geht auf die Straße, mit Hass und bisschen Farbe. Und meint einen dicken Schwanz auf alle AfD-Plakate. Denn einfach nichts zu macht die Welt auch nicht besser. Der meist unterschätzte, der Gänsehaut-Rapper kann nichts dafür. Mein Album muss das machen, Druck und Frust ablassen. Aufklärungsarbeit, Bewusstsein schaffen. Doch ihr wollt Ablenkung statt Nachdenken, nur dummes Entertainment. Aber leider bleibt meine Mucke so dunkel wie mein Weltbild. Denn seit Opa krank ist und meine Tante und vor allem seit Mama krank ist, ist alles anders. Was wollt ihr von mir hören und was soll ich euch erzählen? In diesem Land scheint die Sonne nicht für jeden. Gegenwind von überall und diese Wolken bringen nur Regen. Mann, nicht jeder aus meinem ersten Clip ist heute noch am Leben. Erst lässt sich das kalt, auch dann vergeht's mir im Winter. Die hören alle, was ich sag, aber verstehen es nicht immer. Die Rapper und die Redakteure, Akademiker, Kinder und ihre Deutsch-Rap-Blase, Platz bei DW ein Blinder. In den YouTube-Kommentaren geht's um Nationalitäten. In den Liedern geht's um Beef und Geld, anstatt was zu bewegen. Ich will nichts damit zu tun haben, weil ich nichts als Business-Move mach. Interviews und Features, ich lehne mehr ab, als ich zusag. Zur Belohnung hat das Schicksal auch mal Gutes im Gepäck. Ich hab ne Crew, die mich backt, ich war auf Tour mit KIZ. In den Videos von den anderen stehen irgendwelche Leute. Und in meinen Videos siehst du wirklich echte Freunde. 100 Bars sind nur ein Anfang und der reicht nicht. Mein Album nimmt euch mit Gewalt mit in eine Welt, wo's kalt ist. Doch meine Sonne scheint bei jedem Live-Kick. Dass ihr mich so supportet, ist nicht selbstverständlich. Und das weiß ich, alles was ich mache, tu ich aus Instinkt. Mein Album ist für alle meine Jungs, mit denen ich bin. Wir könnten auch durch Berlin laufen, um zu tun, als wären wir Kings wie Frank Henkel. Nur dass wir keine Hurensöhne sind, ein fettes Danke an meine Leute und an meine Fam. An jeden, der was beigetragen hat und unsere Fans. An wirklich jeden, der es wertschätzt und es sich bestellt. Mein Album kommt, PTK, ungerechte Welt.